Ich beiße nochmal die Zähne zusammen und ja, freue mich, dass ich noch gerade so knapp aus der Situation rausgekommen bin. Ich glaube, wir müssen jetzt aber auch noch Isarun und den Elementar Fand aufs Schiff bringen. Guckt mal und schnabel mir. Ja, richtig. Ja, kümmern wir uns darum. Und sobald Rafim und unsere Kapitana das mit den Schützen geklärt haben, haben wir vielleicht auch welche, die den Zimt-Transport begleiten können. Ihr könntet den Zimt auf einen meiner Elefanten verladen. Würde mächtig. Es geht nicht um die Tragkraft. Damit können wir auch einfache Tagelöhne anheuern. Aber das ist eine äußerst wertvolle Ware. Die sollte unterwegs nicht verloren gehen. Aber gut, wenn wir die Elefanten hier hochkriegen. Den einen haben die ja offensichtlich schon hochbekommen. Und irgendwo im goldenen Glanz Alvarans vergießt jemand bittere Tränen. Purpurne Tränen. Und so war das Abend, Morgen und bitteren Tränen der nächste Tag, schätze ich. Ja, von meiner Seite aus. Muss man ich würde gerne auf die Frau nach einer Menschenkenntnis würfeln. Also ich würde mich ein bisschen mit der unterhalten, freundlich sein, nichts versprechen und mir einfach irgendwie einen Eindruck von ihr machen. Gut, dann eine Menschenkenntnisprobe bitte. Kriegskunst wäre auch okay. Das sind wir doch dabei. Das sind wir 17 doch dabei. Sternchen ist eine kompetente Anführerin. Sie weiß um ihr gestohlenes Auge, dass sie da als Bogenschützin selbst nicht mehr schießen kann. Aber sie ist eine herausragende Verwalterin, die sich dann eben gut um die Belange ihrer Bogenschützen kümmert. Mich würde interessieren, ob ich denke, dass man da noch handeln kann. Weil ich meine, Diamantis wurde degradiert und wenn er der Grund ist für ihre Bedenken, sie wird ja nicht unter ihm dienen. Also da versuche ich zu überlegen, ob da eventuell noch was ginge. Also Diamantis wird ja Geschützmeister sein. Das hat ja mit den Bogenschützen nichts zu tun. Diamantis kümmert sich um die Artillerie und sie ist dann eben das Schützenregiment. Macht das also alles, also sie füllt einen eigenen Hauptmann. Aus. Ja, genau. Also es gibt ja jetzt quasi einen neuen Kapitän. Sie dient dann neben ihm, nicht unter ihm. Ja, genau. Es gibt einen neuen Kapitän. Er ist auch nicht der 1O, aber trotzdem verlangt sie mehr Geld wegen seinen Aktionen. Und deswegen möchte ich mir einen Eindruck machen, ob man mit der noch handeln kann. Also zurzeit, weil sie 3 Silber anstatt 2 Silber haben pro Sold. Und ja, also könntest du natürlich machen, ja. Also ich handle nicht jetzt, sondern ich behalte nur im Hinterkopf, wenn ich die anheuern möchte, hat es Sinn noch zu verhandeln oder mit ist sie da... Mit einem guten 1O, ja, kann man. Mit einem guten 1O geht das. Gut, dann werde ich noch ein bisschen Rafim anpreisen, wie kompetent der ist. Ja. Und, Warum lacht ihr? Er ist kompetent im Menschen umbringen. Er war der die Elefanten gekauft hat. Ja, das kann der Frau ja egal sein. Das spricht für mein Vermögen, das macht mich sympathisch. Okay, dann unterhält sich Zudamit bei einem Tee und Keksen mit Damine Sonia Jamila. Abelmir, du kannst schon die ersten Ketten anbringen lassen, gemeinsam mit, stellt sich dann selber an die Schmiede, gemeinsam mit Lahalkasch und kannst dann die Ketten wieder fertigen, sodass du dann schon in der Nacht dein Bett wieder nach oben ziehen könntest. Du bist sehr zufrieden und du lachst dir jedes Mal, wenn du über das Deck gehst, ins Fäustchen, dass Zulamin jetzt diese ganze Scheiße an sich kleben hat. Von jedem Mal, wie ich den Elefanten sehe, voll. Genau. Ihr beide habt da entschieden zu viel Freude dran. Poltax, was hast du noch? Ja, ich würde meine Elefanten natürlich ein bisschen betreuen und ich würde natürlich mit Senior Ottomol sprechen. Ja, den findest du im Roten Salamander, eine Alchemistenstube, wo du dich ein bisschen durchfragst und kannst dich dann zu ihm durchtesten. Er sitzt aber gerade bei einem Tee mit irgendwelchen anderen Alchemisten vom Roten Salamander, wohl auch ein Grolm oder so, ein kleiner Grolmling, der sich er hält sich eine Vergrößerung an sein Ohr, weil er wohl nicht mehr ganz so gut hört. Hat so eine ähnliche Umhängetasche wie Kanesetianer dabei. Mhm. Ich würde mich von einem Dukatengardisten gerne begleiten lassen, sofern mir Rafim einen abstellt. Weil A, der spricht Tulamidia, ich nicht.
und B, der kann mich beschützen, wenn es hart auf hart kommt. Ja, Gassenwissenprobe können wir uns dann sparen. Genau. Ja, und kannst dann zu Ottomol vorgelassen werden. Herr Ottomol. Ja. Hier seid ihr. Wollt ihr also die Reise wieder fortsetzen? Nein. Ich dachte mir, ich komme einmal zu euch, um euch folgendes Geschäft zu unterbreiten. Ihr könntet eventuell daran interessiert sein. Nun, der gute Herr Serpentilio. Ich hatte euch bereits meine Konditionen genannt, oder die, von der Bank. Ja, natürlich, selbstverständlich. Wie hoch belaufen sich Herrn Serpentilios Schulden denn genau? Nun, das kommt darauf an, wie ihr bezahlen wollt. Solltet ihr alles jetzt bereits als seine Schuldrechte erwerben und ihn so zu einem Sklaven von euch machen wollen, dann bekomme ich 1650 Dukaten von euch. Nun, kann ich in Edelstein zahlen? Ihr könnt. Gut. Ihr spracht Sklave an. Ist er wirklich ein Sklave? Er hat den König von Mirham stark verärgert, ebenso wie die Schwarze Gilde. Vor allem das Haus Mirham. Oh, erzählt mir doch mehr darüber. Das interessiert mich auf jeden Fall. Ich werde ihn dann natürlich selbstverständlich... ich werde seine Schulden erwerben. Nein, nun, ihr seht, ich werde euch auf jeden Fall diese 1600 und ein paar zerquetschte... sagen wir 1700, weil ihr es seid. Ich zähle die Edelsteine ab und halte sie so ein bisschen in der Hand, gebe sie ihm aber noch nicht. Nun, müsst ihr mir dafür dann irgendeine Art Quittung ausstellen oder wie läuft das? Eine Verpflichtungserklärung. Er ist nun euch verpflichtet. Oh, das klingt gut. Wie läuft das ab? Müssen wir da gemeinsam etwas unterschreiben? Nun, ich unterzeichne für die Bank vom Roten Salamander und für das Königshaus von Mirham. Ah, und ich unterzeichne wahrscheinlich für mich selbst als neuer Eigentümer. Nun, wir verpflichten uns einfach nur, dass wir das Geld bekommen haben und dass der König sein Geld bekommen wird. Und nun, damit wird seine Schuld bei uns getilgt. Naja, gut, die Schulden gehen dann auf euch über. Ihr könnt danach mit ihm verfahren, wie ihr mögt. Ihr könnt Kopfgeldjäger auf ihn ansetzen, ganz wie ihr mögt. Steckbriefe aussetzen. Sein Leben ist dann in eurer Hand. Ah, ich verstehe. Nun, dann erzählt mir doch einmal, wie er die Schwarze Gilde und den König so verärgert hat. Das muss er euch selbst erzählen. Er ist dazu verpflichtet, es zu euch zu erzählen. Denn wenn er euch gehört, dann... nun ja. Oh, ihr könnt mir doch sind seine Geheimnisse eure Geheimnisse? Einen kleinen Happen könnt ihr mir doch jetzt schon hinwerfen. Nun, die Dinge, die er angestellt hat, unterliegen der Verschwiegenheitspflicht. Es handelt sich dabei um Verrat. Zwar kein Hochverrat, sonst würde sein Kopf bereits in Mirham von den Aaskrähen gefressen werden, aber die Art und Weise seines Verrates darf er euch selbst unterbreiten. Oh, da bin ich aber sehr gespannt. Nun, dann haben wir wohl eine Abmachung. Ihr habt viel Geld, oder? Darf ich bei euch mitmachen? Signore Ottomol hatte mir bereits gesagt, dass ihr auf Abenteuer geht und dass ihr noch keinen Schatzmeister habt, dass der Kapitän alles selber bezahlt. Ich könnte euer Schatzmeister sein. Ich bin Rumpel. Ich würfel mal auf meine Vorurteile. Er gibt dir seine kleine Hand. Ich würfel mal auf Selbstbeherrschung und wir gucken einfach mal. Oder ist das Selbstbeherrschung? Ja, oder? Ja klar. Selbstbeherrschung geschwätzt um Vorurteile gegen Räume. Sein Richt. Ja, es ist ja kein. Das wäre sogar geschafft. Also um 6 erschwert. Ja. Fuck. Er gibt dir seine kleine, kümmerige Hand. Aha. So ein ziemlich altes Grollmexemplar. Vielleicht ist er schon 20 oder 25 Jahre alt. Uiuiuiuiui. Ich würde ihm auf Grollmisch antworten. Ich weiß nicht, ob Ottomol das kann, aber es ist mir eigentlich auch egal. Du weißt ganz genau, dass er das kann. Er ist Bankier. Ottomol ist Bankier. Natürlich kann er Grollmisch. Natürlich. Aber ich will halt zeigen, dass ich auch nicht ganz
ganz blöd bin, würde ich ihm antworten: Nun, wenn ihr wirklich Anstellung sucht, sprecht mit Bulamin al-Shababra. Wir könnten vielleicht wirklich jemanden gebrauchen, der unsere Finanzen im Blick hat. Und dann gehe ich ganz schnell. Das ist gut. Dann gehe ich ganz schnell aus dieser Kneipe raus, weil ich mich so schmutzig fühle. Es ist keine Kneipe. Es ist keine Kneipe. Das ist für mich eine Kneipe. Der rote Salamander hat mehr Alk im Keller als die meisten Kneipen. Okay, Punkt für euch. Ja, und gehe mit dem Kartengardisten dann ganz schnell wieder weg. Mhm. Diamantis kann auch dafür sorgen, dass die Blutspuren von Hasim oder wie auch immer er nennt, genannt wird, entfernt werden. Der Mob, der feudelt auf dem Vorderkastell, sodass ja auch die letzten Überbleibsel von Herrn Nebelklang verschwinden. Noch ein paar Haie, die dort unten im Hafenbecken ihre restlichen Überbleibsel vernichten. Nebelklang, wer ist Nebelklang? Ich kannte nie einen. Ja, und dann würde ich warten, bis Zulamin da fertig ist mit den Schützen und mal in Erfahrung bringen, ob die jetzt angeheuert wurden oder nicht, damit wir das mit dem Zinntransport heute noch in die Gänge bringen können. Denn wie es scheint, haben wir sonst keine anderen Gardisten oder so, die das begleiten können. Ja, Zulamin wird sich lange mit der jungen Söldnerin, der Soldfrau, der Obristin unterhalten. Am heutigen Tage wird sie höchstwahrscheinlich nicht mehr aus der Kajüte kommen. So kannst du die Beine in den Bauch stehen, die Elefanten und den Strauß begutachten. Immer mal wieder ein verstohlener Blick auf das Vorderkastell. Immer mal wieder ein Blick an deinen Gürtel mit der goldenen Balestrina. Und immer wieder dieses Flüstern, dieses zufriedene Flüstern, was lauter und lauter wird.